Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Toy Review, heute von der First Edition von Bulkhead, der Transformers Primeline. Eine Figur, die einfach nur genial ist. Die Deluxe-Version von Bulkhead, vergesst sie komplett. Holt euch, wenn, diese First Edition. Sie gibt es in zwei verschiedenen Versionen, einmal von Hasbro in einem typischen Standard Militärgrün und einmal von Takara in einer dunkelgrünen metallischen Version. Ich habe jetzt hier die amerikanische First Edition von Hasbro. Sie wird geliefert in dieser echt, ich suche mal kurz ran, super, super tollen Box. Sie ist wie eine Art X gehalten. Hinten natürlich im Standard Artwork drauf, allerdings mit einem blauen Hintergrund. Dann noch mit einer weiteren Figur drauf, der Transformers Optimus Prime First Edition Figur. Und insgesamt wird die Figur geliefert, wie gesagt, in dieser Box, im Robotermodus komplett, was auch sehr ungewöhnlich ist. Und was ist, habe ich aber jetzt nicht, getrennt. Hier unten dieser Sockel kann komplett von dem Karton getrennt werden. Und hat hier unten, man sieht schon diesen blauen Untergrund, die Funktion, dass sie quasi als Podest dieser Figur quasi genutzt werden kann. Hier unten sehen wir es nochmal. Finde ich eine richtig geile Idee. Sowas sollte es öfters mal geben. Das würde bestimmt das Aussehen in den Vitrinen deutlich steigern. Ja, wird geliefert, wie gesagt, First Edition Serie 002, Bulkhead. Und ja, First Editions werden auch noch andere Figuren geliefert. Wie gesagt, Optimus Prime ist die einzige in der Größe. Ansonsten gibt es dann noch mehrere kleine Deluxe-Class-Figuren. Ja, die Figur an sich, wie gesagt, einfach der absolute Hammer. Sie hat allerdings einige Nachteile und die muss ich jetzt einfach mal nennen. Was einfach in meinen Augen an dieser Figur das Schlechteste überhaupt ist, ist, man mag es kaum glauben, die Verwandlung ist extrem kompliziert. Das ist das Erste. Das Zweite, was mir absolut nicht gefällt, ist die Tatsache, dass sie sehr viele Stresspunkte hat. Das heißt, man sieht, dass das Plastik an einigen Stellen richtig weiß wird. Also ich muss damit rechnen, dass die Figur, wenn ich sie noch 1000 Mal verwandle, garantiert kaputt geht. Das hätten sie besser lösen können. Ich versuche es demnächst zu improvisieren, indem ich vielleicht an manchen Punkten ein bisschen Plastik wegfeile, wie auch immer. Ich weiß, für einen Sammler ist das eine Todsünde, aber wenn mir die Figur wirklich erhalten bleiben soll, muss ich das machen. Beste Beispiel zeige ich mal hier an der Motorhaube. Dieser kleine Punkt hier. Jetzt sieht er noch relativ klein aus. Wenn ich allerdings jetzt die Motorhaube hochklappe, was auch bei diesen Figuren geht, wegen der Verwandlung eigentlich, und ich jetzt den richtig hochdrücke, ihr seht, es platzt quasi richtig auf. Und das eigentlich nur, obwohl ich das Gelenk innen drin bewege, wozu diese Figur auch gedacht ist. Nicht wirklich optimal. Das hätte, seht ihr, es verschwindet quasi wieder. Es hätte besser gelöst werden können. Genauso auch in den Armgelenken unten drunter, die ich dann später zeigen würde. Da ist dieses Problem auch vorhanden. Ja, kommen wir jetzt erstmal zu dem Fahrzeugmodus. Der Fahrzeugmodus sieht einfach nur geil aus. Er sieht wirklich aus wie Bulkhead in der Serie. Einfach wunderschön. Viele Details. Die Lampen sind richtig in mehreren verschiedenen Farben. So wie so ein goldbrauner Ton quasi umrandet. Silber in der Mitte, gelbe Beleuchtung. Allein das ist schon einfach genial. Vorne, der Frontgrill ist silber. Die Räder sind zwar im schlichten Schwarz gehalten, allerdings weisen sie auch sehr viele Details auf. Auch genial. An der Seite verschiedene Grüntöne. Dunkelgrün, hellgrün, silberne Metallic-Reflektoren. Was ich schade finde, die hinteren Scheiben sind leider aus einem silbernen Plastik. Nicht durchsichtig wie die anderen. Das passt irgendwie nicht so ganz, aber macht dem Abbruch irgendwie nicht wirklich viel. Hinten ganz normale silberne Ablage in dem Sinne. Rote Rückleuchten, schwarze Stoßstange. Ja, sogar die Auspuffrohre durch die Arme sind sogar
quasi vorgegeben. Die Kugel hat einen, ja, Rußfaktor quasi drin. Diese Kugel können wir einfach abnehmen. Quasi mit einem Connector wird hier drauf befestigt. Das ist die Armwaffe vom Bullcat. Man sieht es hier auch nochmal hier schön an dem Karton oben auf dem Artwork. Energon Battle Mace. Ja, wie gesagt, die Figur an sich im Fahrzeugmodus, sage ich jetzt schon, volle Punktzahl, einfach genial. So, kommen wir jetzt einfach mal zur Transformation. Die Transformation, wie gesagt, ist nicht leicht. Es ist nicht wirklich einfach so für Hobbyverwandler, sage ich jetzt mal, die das wirklich 10-mal am Tag machen, auf keinen Fall gedacht. So, einmal die Leuchten nach außen ziehen, also nach vorne weg, und hochklappen. So. Sieht schon mal sehr aggressiv aus. Ja, man kann sich fast vorstellen, die Augen, vier Augen und der Mund. Brr, man sieht ein richtiges Knurren. So, jetzt einmal, wie gesagt, die Motorhaube hochklappen. Andere Seite genauso. So, Nummer 1, da sieht man jetzt schon mal den Bauch quasi. Nummer 2, den Rücken, das heißt das Dach hochklappen. Hier sieht man schon mal die Ellenbogen. Das heißt, nein, Ellenbogen, Quatsch, Schultergelenke. So, dann einmal die Rückseite hochklappen. Ganz wichtig, denn diese Seitenwand ist hauchdünn und die wird hier zwischen gesteckt, um quasi den Arm fest zu montieren im Fahrzeugmodus. Ganz wichtig, immer erst hochklappen, bevor ihr irgendwas hier rausklappt, ansonsten zerstört ihr euch die Figur. So, wie gesagt, jetzt ist es einmal schon so. Sehr schön, die oben diese Einzelteile von diesem, ja, Überrollbügel sehen aus wie kleine Waffen, wenn man Fantasie hat. So, jetzt die Frontseite. Motorhaube, erstmal den Frontkühler hoch, leicht hochhalten und die Beine rausdrehen. Dazu allerdings, dieses Stück ist quasi unten der Torso. Bitte aufpassen, seitlich rausholen, nach unten wegdrehen und erstmal hochklappen, sonst brecht ihr den ab. Dann die Beine runterdrehen, gerade drehen. Da ist die Verwandlung fast gleich wie damals zur Animated Line. Da war die Verwandlung fast genauso. Jetzt einmal hier unten die Füße rausholen. So. Das sind schon mal die Füße. Einfach genial gehalten. Gefallen mir. Ein Knackpunkt, der mir nicht gefällt, die Reifen sind hier oben nochmal quasi angedeutet in dem Fuß, wie es auch eigentlich in der Serie ist, aber die sind grün. In einem Guss einfach aus dem Fuß, nicht bemalt, gar nichts. Sehr schade. Ansonsten, die Füße sind golden. Sieht schick aus. So, jetzt kommen wir zurück zur Transformation. Den Torso einmal nach unten ziehen. Man sieht es hier nochmal, das ist, geht quasi ran raus. So, dadurch wird quasi sein Allerwertester nach unten geklappt. So, jetzt das Teil wieder rausklappen. So, einmal die Frontseite nach unten und hoch. Ihr seht hier, die Stoßstange geht genau hier quasi in dieses Teil rein und wird quasi damit verhakt. Hier oben ist ein kleiner Pack. Das Licht ist jetzt gerade ziemlich schlecht. So. Der klappt quasi direkt hier vorne rein und wird richtig festgedrückt und sitzt auch fest. So, die Motorhaube nochmal hochklappen. So. Jetzt hier vorne die Türen einmal seitlich ein bisschen rausschieben. Kann man schon mal im Voraus machen. Das macht allerdings leichter später. So. Jetzt die Arme einmal nach unten klappen. Jetzt die Türen mit diesem Gelenk, ihr seht es hier, einmal nach außen drehen. Hier nochmals genauso. So.
Dann einmal die Schultern wieder zurückklappen. So. Die Arme nach oben. Und jetzt ist wichtig, das ist der komplizierteste Teil in dieser ganzen Figur. Einmal erst das hier runterklappen. Dann könnt ihr den Arm quasi hier über die, wenn es mal klappt, über die Tür ziehen. So. Und wie gesagt, wenn die Motorhaube hier vorne fest ist, diese Tür über die Motorhaube drüber, über die Lampen. So. Jetzt dieses Teil einmal zur Seite wegdrehen, unter dem Arm durch. Ihr seht hier schöne Details. Den Arm so drehen. Die Schultern, hier ist ein kleines Automorph-Feature drin, hier oben diese schwarze Fläche. Wenn ihr das jetzt wegdreht, ihr seht, sie klappt mit rum. Und schaut hier oben quasi wie eine Art Stachel oder Kante, wie auch immer, wie ihr es auch nennen mögt. Das gleiche wiederholt ihr hier. Einmal rumklappen, den Arm rüber. Natürlich aufpassen, dass das Armgelenk genau hier zwischen dann ist. Ihr seht es hier, genau dazwischen. Und jetzt rumklappen. So. Jetzt schön zusammendrücken. Ja, das ist ein bisschen tricky. So, die Teile jetzt erstmal wieder runterklappen. Denn jetzt wird der Rücken einmal hier rumgeklappt. So. Und jetzt etwas ganz Wichtiges. Bitte gut drauf achten. Hier ist eine kleine Lücke. Die ist auf beiden Seiten vorhanden. Rumklappen. Runter. Und ihr habt hier auch einen kleinen Pack, den ihr hier seht. So ein kleiner grüner. Der wird quasi... Ich suche es mal dran. Der wird quasi hiermit verbunden. Und das ist das, was ich meinte. Es ist halt nicht so einfach. So, jetzt ist er mit verbunden. Das gleiche macht ihr hier. Ihr steckt diesen Pin hier rein. So. Und schon könnt ihr das Backpack quasi hochklappen. Und ihr habt diese Flügel, wie sie auch quasi in der Serie vorhanden sind. So. Jetzt könnt ihr noch, und das ist nicht so einfach manchmal, den Kopf rumklappen. So. Ich muss gerade mal gucken. Ja gut, ich hätte den Kopf als erstes rausklappen sollen. Dadurch haben sich die Haken wieder gelöst. So. Und jetzt zeige ich euch, was mich auch ziemlich sauer macht, wegen diesen Stressmarks. In den Gelenken hier vorne. Ihr seht es, oben sind schon komplett weiße Stressmarks, auch auf der anderen Seite vorhanden. Na, warum was denn? Ja, ihr seht es da hier angedeutet schon, oben. Sehr schlecht gelöst. Das liegt daran, weil dieses Gelenk, was hier zwischen ist und diese Figur quasi zusammenhält, ist quasi einzeln und die Figur wird quasi da reingesteckt. Problem ist, dieses Plastik hier oben ist deutlich zu dick. Das heißt, hier innen drinne, das obere Plastik wäre kein Problem. Allerdings habt ihr hier drinne kleine Plastiklücken, die zu dick sind. Die müssten um ja, knapp einen halben Millimeter abgefräst werden. Dann wäre es alles kein Problem. So habt ihr das Problem, dass die Figur dadurch sehr strapaziert wird. Bei der Verwandlung, so wie der Arm jetzt ist, dann einfach einmal so drehen. Es geht sehr schwer und durch dieses Drehen kommt halt dieser Stressmark. Ihr seht es, jetzt ist es ganz hell. Ja, zoom. So, es ist jetzt sehr hell. Das passiert immer, wenn ihr es rumdreht. Hier nämlich ganz genauso. Rumdrehen und dadurch wird das Plastik sehr stark beansprucht. Das ist zum Beispiel auch ein Punkt. So, es löst sich halt immer wieder, was sehr schade ist.
So. Und jetzt habt ihr noch die Möglichkeit, Bullcat Arme zu geben. Also das heißt Hände. Noch eine Sache. Diese Sachen hier ist ein kleines Automorph-Feature durch eine Federung. Die springt automatisch raus, sobald ihr den Arm quasi unten aus der Rückseite löst. Und hat dann diese Lüftungsschächte. So, ihr könnt jetzt einfach sagen, okay, der Arm rausklappen soll ein Arm sein. Der hier soll zum Beispiel die Waffe sein. Das heißt, ihr nehmt diesen Ball, der mitgeliefert wird, und steckt ihn unten rein. Und schon habt ihr Bullcat mit seiner Waffe. Eine, wie ich sage, geniale Figur. Die Voyager-Figur ist damit kein bisschen zu vergleichen. Es fehlen ihr Details, ohne Ende. Man sieht es alleine an dem Brustkorb. Der Brustkorb besteht aus so vielen Platten, die übereinander klappen und wie auch immer. Unten der Torso, gut gelöst. Das habt ihr alles nicht bei der Voyager-Figur. Bei der Voyager-Figur ist es ein großer Klumpen. Der Kopf ist eigentlich genauso wie in der Voyager-Line. In der Voyager-Line gehalten, ganz schlicht. Er hat nur ein Drehgelenk, man kann nichts machen. Der Mund ist nicht beweglich. Der ist in einem Stück. Hier oben habt ihr ein Lichtfenster, wo theoretisch Licht einfallen kann, um die Augen zu beleuchten. Das funktioniert hier allerdings nicht, denn wie ihr seht, die Augen sind blau. Sie sind einfach blau bemalt. Was ich aber gut finde, ihr seht es gerade hier sehr schön im Zoom, die Augen sind modelliert. Das heißt, ihr habt richtig wie in der Serie auch seine Pupillen. Sehr schönes, feines Detail. Gefällt mir. Auf jeden Fall. Die Figur an sich, auch die Details. Schulterpanzer. Einfach genial gehalten. Die Arme muskulös. Die Waffe auch sehr schön gehalten. Achso, bei der Waffe möchte ich aber auch eins noch sagen. Man sieht es hier so ein bisschen. Das Schwarz blättert sehr schnell ab. Das ist wie ein Ruß. Mehr ist es effektiv nicht. Man kann es ganz leicht wieder dran kriegen, indem man es halt eine Spraydose benutzt und dahinter alles abklebt. Dann geht das auch. Allerdings die Farbe, die jetzt momentan drauf ist, hält kein Stück. Vorher am besten mit einem Schmirgelpapier leicht anrauen und dann einfach nochmal mit einer Sprayfarbe leicht drüber und dann hält die Farbe Bombe. Dann geht die auch nicht mehr ab. Ja, der Torso, wie gesagt, sehr schön gehalten. Viele Details. Die Beine, Kniegelenke, ganz normal, Hüftgelenke. Die Beine an sich goldgrün gehalten, sehr schön gemacht. Wie gesagt, bis auf die Beine von hinten, dass halt die angedeuteten Räder leider grün sind. Hier seht ihr sie nochmal hier unten. Die Figur von hinten, auch sehr schön gemacht, sehr viele Details. Das sollen quasi seine Rücklichter sein. Die sind leider ohne Bemalung, aber auch nicht so wild. Das Rückenmodul, seine sogenannten Flügel, gut, keine Flügel zum Fliegen, aber Flügel halt als Roboter, haben auch sehr viele Details, sehr schön gemacht. Man sieht hier die ganzen Kabel, die Pneumatik, nicht bemalt leider, aber trotzdem sehr schön. Hier unten die Federung der Reifen, die Figur ist einfach genial. Sie ist toll und ich würde sie immer wieder kaufen. Ich kann sie nur jedem empfehlen. Einfach der Hammer. Ich würde der Figur im Fahrzeugmodus, wie gesagt, volle 10 Punkte geben. Robotermodus, volle 10 Punkte. Bemalung, 9 von 10. Transformation, leider 5 von 10. Nichts für kleine Kinder, definitiv nicht. Es ist wirklich nur was für Liebhaber, für Sammler. Ansonsten für Kinder, nein. Lass die Finger von, nicht dafür geeignet. Sie würde viel zu schnell kaputt gehen und die Kinder würden zu schnell Frust erlangen, weil die Figur wirklich echt schwer zu verwandeln ist. Ansonsten, wie gesagt, alles in allem würde ich der Figur trotzdem 10 von 10 Punkten geben, egal wie, holt sie euch, sobald ihr sie seht. Toys R Us hatte jetzt vor kurzem auch ein paar First Edition, aber die sind sehr schnell vergriffen gewesen und es wird keine Nachlieferung geben. Wenn ihr sie irgendwo seht, schnappt sie euch. Wenn ihr sie im Internet seht, schnappt sie euch. Egal wie, ob Takara-Version, Hasbro-Version. Einfach genial. Sie ist wirklich zu empfehlen.
Ihr werdet es nicht bereuen, wenn ihr sie euch holt. So viel dazu. Wenn ihr Fragen haben solltet, wie immer, einfach in die Kommentare, Kritik, nehme ich gerne an. Auch gerne nehme ich mich Wünschen an, welche Figuren ihr sehen wollt, wie auch immer. So viel dazu. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns das nächste Mal. Euer Raxford.